Moin und Lollis und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau, heute machen wir mal einen kleinen Pferdekauf. Ja, wie ihr seht, sind wir hier auf dem Festivalgelände. Hier gibt es ja einige Pferde zu kaufen. Und wir werden eben eins von diesen Pferden kaufen. Und zwar möchte ich mir diesen Lusitano kaufen. Denn zum einen habe ich noch keinen Lusitano und zum anderen finde ich diese Farbe eigentlich sehr, sehr schön. Die Animation finde ich auch ganz cool. Ich finde vor allem die Piaffe eigentlich recht interessant. Und ja, dann kaufen wir jetzt mal dieses Pferd. Yes. Wir haben ja einen Brotkrümel. Genau. Das Pferdchen sieht eigentlich aus wie ein erwachsenes Pferd, nicht wie ein Jungpferd, wie ich finde. Und wie ein Hengst vielleicht. Wir machen da einen Hengst draus aus dem Breadcrumb. Und wir kaufen jetzt dieses Pferd. Ja, ich möchte dieses Pferd kaufen. Ja. Hallo Pferd. Magisch. Und ja, ich denke mal, wir werden jetzt nicht in den Stall schicken, sondern jetzt reiten drücken. Ich finde es mega, dass man jetzt dieses jetzt reiten klicken kann. Das Pferd hat eigentlich ganz schöne Gangarten. Ist natürlich gepflegt. Die Hufeisen, was machen wir mit denen? Die können wir direkt wegschmeißen. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich schmeiß die immer weg. Also ich finde das Schöne an diesem Pferd. Mal einmal kurz das Ansichtsfeld verändern. Nee, ja, doch geht. Weil dann geht das etwas besser. Auch wenn das jetzt etwas creepy aussieht irgendwie. So ein bisschen verzerrt alles aus, finde ich. Oder? Nur weil ich es so ungewohnt finde. Was sieht irgendwie sehr elegant aus und die Beine wirken irgendwie dünn. Ich weiß nicht wieso, aber die wirken sehr zart und feingliedrig. Das finde ich echt schön. Ich liebe es ja, dass in diesem leichten Galopp oder Galopp sagt, ist das der Blatt und das andere ist dann der Kanter, wie schön die Pferde da sich loslassen. Weil sonst gehen die Pferde häufig so ein bisschen hochgedrückt, dass sie sich eng machen in der Ganasche oder so. Das habe ich schon bei einigen Pferden jetzt gesehen. Aber diese Gangart ist eigentlich immer sehr schön. Und dann gucken wir uns natürlich noch den Renngalopp an. Warte, ich mach mal. Ich habe gerade keine, aber ich habe eine Schabracke da. Ja, immerhin, wir können eine Schabracke drauf machen. Nee, das sieht komisch aus, diese Schabracke. Nee, machen wir nicht. Und ja, das sieht schon sehr flottikarotti aus. Jetzt sind wir am Strand. Ja, dreh dich einmal um, du dummes Pferd. Und jetzt sehen wir einmal die Piaf. Ja, also sie könnte natürlich etwas mehr auf der Stelle sein. Ja, aber sonst ist es eigentlich ganz schön. Also es ist jetzt natürlich nicht gerade eine Belarus-Piaf, aber ja, ich finde die Piaf ist uns gut, akzeptabel. Ach, das Steigen müssen wir auf jeden Fall noch gucken. Das ist irgendwie ein bisschen theatralisch und wie der Huf da in die Luft geworfen wird, finde ich irgendwie auch komisch. Aber ja. Und jetzt einmal den Sliding Stop. Der ist irgendwie ein bisschen komisch, weil man da so ganz und gar nicht rutscht. So plötzlich bleibt man stehen wie gegen eine Wand. Und jetzt einmal den Sprung. Star Stable, was habt ihr mit diesem Sprung gemacht? Mir leid, aber das ist doch kein Sprung. Oder? Und wie das Pferd die Hinterhand anzieht und es bleibt halt dann auf derselben Ebene. Also, ich finde es im langsamen Galopp deutlich schlimmer. Also, ich kann es euch jetzt einmal in Slow Motion nochmal zeigen.
Wie das Pferd da die Beine so ran. Nee. Nee. Geht nicht. Nee. Finde ich nicht so nice. Aber dieses Pferd wird eh ein Dressurpferd werden, auch Roleplay-mäßig. Dieser Sprungablauf sieht richtig gut aus, zum Beispiel im schnelleren Galopp. Und jetzt mal einmal im ganz schnellen Galopp schauen. Der ist so eine Mischung aus verkorkst und ganz okay. Am schönsten finde ich den in dem Galopp. Und wenn ich springe, würde ich eh den am ehesten wahrscheinlich wählen. Und deswegen, ja. Okay, wir akzeptieren es einfach mal. Machen wir da das Ansichtsfeld normal. Das sieht doch schon ganz gut aus. Und ja, dann gehe ich einmal in meinen Stall und werde ein kleines Outfit für den Herrn designen, für den Herrn Breadcrumb. Genau, und da sind wir wieder. Und ja, wir haben nicht ein paar Minuten später, sondern einige Tage später. Ich habe irgendwie voll verpeilt, dieses Ende zu drehen und euch mein Outfit zu zeigen. Aber ja, wie ihr seht, das hier ist mein Outfit, was es geworden ist. Ich finde es richtig schön, weil es passt mega gut zu diesem Pferd. Und ich finde auch der Braunton, das ist zwar recht ähnlich, aber es sieht trotzdem irgendwie cool aus. Und ich meine, dieses Weinrot, das steht diesem Pferd so krass gut, finde ich. Also ich feiere das richtig, dieses Outfit. Ja, ich reite das Pferd jetzt ja auch schon eine Weile und bin immer noch äußerst zufrieden eigentlich mit diesem Pferd. Ja, es sind manche Animationen natürlich nicht so ganz realistisch. Es ist eben auch einfach so, diese Pferde sind eben so animiert, dass sie recht festgehalten im Kopf, im Genick sind und sich da so ein bisschen eng machen und so. Festmachen, genau. Und da nicht so schön locker sind. Also eigentlich ist das hier meine Lieblingsgangart wie bei den meisten Pferden, weil es hier einfach so eine lockere Anlehnung ist und das Pferd leicht tief geht, ohne sich da unten zu verkriechen oder so. Und ja, sonst bin ich aber eigentlich wirklich zufrieden mit dem Pferd. Ja. Ich meine, zu dieser Sprunganimation, hier müssen wir jetzt nicht mehr viel sagen, aber ja, ich bin äußerst zufrieden. Hoffe, euch hat dieses Pferdekauf-Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne ein Like, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!